Okay, also haben wir nur dieses eine Zelt, also muss es hier irgendwo noch eine verdammte Giraffe geben. Nur wo? Ich kann kein. Ah, das wird sich wahrscheinlich dann öffnen im Nachhinein. Oder ist in der Kasse noch irgendwas anderes? Oder habe ich die? Habe ich irgendwie die im Inventar? Nein. Ich brauche etwas. Ja, weiß ich doch. Ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Wenn man da jetzt nicht so ganz irgendwas findet. So, ich guck mal ganz kurz hier in die Lösung. Bla, Umschlag und Stein im Messer, ob da drauf einer die gleich einsteckt. Ja. Gut. Betrete den anderen Raum des Zeltes und lokalisiert auf der rechten Seite ein Gestell mit weiteren Tierzielscheiben. Das ist richtig. Links neben ihnen nehmt ihr die Bleistiftnotiz. Das wird wahrscheinlich hier gewesen sein. Kasse eines Affen. Nehmt sie und steckt sie als auch die Giraffe und den Löwen. Ich habe aber doch gar keine Giraffe. Wo kriegt denn die Giraffe her? Das haben die da gar nicht beschrieben. Hey. Nein, nein, halt, stopp, ich weiß es nicht. Ah, Mann! Nee, hier darf ich jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ich hoffe, hier gibt es eine Geisterbahn. Saloon. Mokinos, ich will doch die verdammte Giraffe haben. Die Ah. Telefonleitung. Interessant. Sie kommt aus diesem großen Gebäude. Ma, ey. Ja, Kamera, danke. Boah, das war jetzt ziemlich blöd, aber gut, naja. Gut, so. Ein Schimpanse war am Rand des Dschungels und bemerkte nicht, dass ein Geier ihn mit seinen Fängen packen wollte. Die Giraffe konnte nur zusehen. Also Rand des Dschungels. Hieße ja, warum darf ich die denn hoch und runter machen? Das verstehe ich nicht. Okay, und wenn jetzt der Geier vermutlich so rum, ich weiß nicht, ob jetzt die Blickrichtung und so weiter, ne? Die Giraffe konnte nur zusehen. Weiß ich nicht, könnte ja auch irgendwo anders sein. So. Eine Hyäne wartet darauf, dass ein Hase in seinen Bau verlässt, da nichts geschaffen hat. Am Ende beide. Dies fies. Was missfiel der Giraffe, da sie die Nachbarin des Hauses war? So. Die Gazelle ist tot. Es ist gefährlich, einem Löwen den Rücken zuzuwenden. Nur ein Elefant kann unter Raubtieren. Du? Ah, tot. Steht da oben. Und die sind beide tot. Und der ist theoretisch ja auch tot. Ja, ne? Gut. Das ist natürlich jetzt nicht so praktisch, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, vielleicht müssen wir uns ganz einfach umdrehen. Ich mache die nochmal alle lebendig. Komm. Lebendig, lebendig. So, das hieß ja da mit dem Affen. Dann können wir den Affen ja vielleicht mal
auf die andere Seite packen. Dann muss der aber nach da gucken und dann den... Ach, warte, oder? Wir machen das erstmal so. Ich lasse die nochmal alle sterben. Das hört sich auch so böse an. So, den Affen müssen wir auch umbringen. Ne, der guckte richtig. So. Hat es irgendwas gebracht? Nein, gut. Dann hat es nichts damit zu tun. Also den Affen machen wir dann mal nach rechts. Dann den Geier so rum. Die Giraffe konnte nur zusehen. Die ist aber nicht tot. So. Die beiden könnte ich ja theoretisch so lassen. Und dann mache ich das Ganze einfach so rum. Ja. Auch nicht. Aber es ergibt für mich jetzt Sinn. Halt, ne? Ich kann keinen Schluss. Das finde ich jetzt gemein. Hey. Ma, ey. Das war's. Hä? Kinderleicht. Aber ich hab... Ich hab doch ein... Backspiel. Die schwarze Kasse der Wurfbude. Ich frage mich, was mit dem Besitzer passiert ist. Grundlos ist er sicher nicht ohne seine Ersparnisse gegangen. Mhm. Gut. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir also anscheinend alles, was wir hier aus diesem Dings haben können. Das ist also nur Geld. Okay. Dann gehen wir mal hier vorbei, weil das scheint jetzt irgendwie der sicherste Weg. Schauen wir mal, kommen wir hier rein? Ja, sehr gut. Dieses Gebäude beherbergte einst einen Wanderzirkus. Das hier ist der Durchgang für die Zirkusarbeiter. Okay. Da haben wir schon mal einen Medizinschrank, der aber natürlich... Ganz offensichtlich ein Arzneischrank. Für Notfälle nehme ich an. Natürlich zu ist. Aber wir haben ja auch noch unseren... Ach komm, damit kann man den noch locker aufmachen. Idiot. Naja, egal. Ach, was für ein Gestank. Hier müssen Wildtiere untergebracht gewesen sein. Und das haben sie alles so stehen lassen, nachdem der Jahrmarkt zu war. Ich bedauere die Tiere, die hier eingesperrt waren. Die Unterkünfte sind nicht besonders groß. Mhm. Warte, hier noch. Okay, hier kann ich nichts mehr machen. Hier ist nichts Interessantes. Doch, der Wärter. Also die Wache meine ich, nicht den Wärter. Dieser Käfig wurde mit Brettern verdeckt, damit man von außen nicht hineinsehen kann. Praktisch für uns. Eine überdimensionale Spritze. Vermutlich für große Tiere. Große Tiere. Altes Verbandszeug. Alles deutet darauf hin, dass in diesem Käfig kranke Tiere behandelt wurden. Die auch anscheinend hier gestorben sind. Ein Schlüssel. Ah, für den Arzneischrank etwa? Wenn das jetzt stimmt, dann... Ganz offensichtlich. Ja. Wow. Lediglich eine Flasche mit Äther. Ach ja, Äther, genau. Wenn die Wache mich sieht, schlägt sie Alarm. Ich muss sie außer Gefecht setzen, aber diskret. Wahrscheinlich sind da noch andere und ein Kampf würde ihr... Ja, weiß ich doch, hast du auch vorhin schon erzählt. Aber Äther, ist das irgendwas zum Betäuben? Ich vermute mal irgendwie einfach mal ganz blöd. Okay, das war jetzt irgendwie... Habe ich das jetzt alles noch? Ja. Okay. Also mal schnell rüberrennen kann ich also nicht. Das muss ich also hier irgendwie lösen. Okay. Also von hier lösen. Bleibt mir ja nur... Naja, hier kann ich das kombinieren? Nee.
Oder hier irgendwie, aber da kann ich auch nicht mehr reingucken. Da ist der aber. Ach, guck mal. Ich brauche etwas. Was brauchst du denn? Ich weiß doch nicht, was da ist. Was ist das denn? So, das dürfte die Wache interessieren. Hat das jetzt, bringt das jetzt was? Oder muss ich irgendwie abhauen? Lärm machen, wie auch immer. Hey Sie, wir sind... Okay, das hat's also nicht gebracht. Das Geld liegt da noch. Ich muss jetzt einfach vielleicht abhauen. Mann! Okay, das macht den aber nicht stutzig. Wo logge ich den denn jetzt dann hin? Ah. Ah. Gut, meine Köder sind ausgelegt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis der Kerl hierher kommt. Ja, okay. Wie soll man denn da drauf kommen? Das ist gar nicht mal so einfach. Wo bin ich? Lass dir Zeit. Ich muss ihn ruhig stellen und zwar schnell. Dann geht das? Aha, okay. Ether ist also irgendwas zum Ruhigstellen. Ich habe es mir beinahe gedacht, aber ich kenne das nicht. Jedenfalls kannte ich es nicht. Sagen wir es mal so. Na komm. Perfekt. Dank des Äthers wird dieser Schreihals eine ganze Weile schlafen. Gut, so, und jetzt könnten wir ja dann da raus. Die Frage ist nur... Wohin? Hier scheint nichts mehr zu sein. Hier ist der Saloon, wo ich aber auch nicht reinkomme. Schade. Mann, hier wäre so viel schöne Sachen. Ich mag Spiele mit Jahrmärkten. Ich mag auch Filme mit Jahrmärkten. Ist immer so spannend. Oh, Picture Show, aber da komme ich garantiert auch nicht rein. Nein, natürlich nicht. Ah, ey. Hier vielleicht? Das sieht doch schon einladender aus, aber wahrscheinlich auch nur von der anderen Seite irgendwie. Ein Seil. Seil ist gut. Hier ist auch nochmal das gleiche Tierspiel, wie spannend. Was? Noch eine Wache. Hier wimmelt es ja nur so von diesen Halunken. Eine direkte Konfrontation sollte ich tunlichst vermeiden. Ich muss die Wache überraschen und in eine Falle locken. Okay. Ah ja, hier komme ich rein, das ist schon mal ganz gut. Diese armen Geschöpfe wurden wahrscheinlich in diesen Käfigen zur Schau gestellt und dem Publikum als gefährlich verkauft. Und warum blutet? Ist so alles Blut? Bärtige Dame. Super. In diesem großen Aquarium wurde die Hauptattraktion des Jahrmarkts präsentiert. Jetzt ist es leer.
Mhm. Eine Meerjungfrau, Poseidons Tochter. Aber natürlich. Vermutlich wurden auf dieser kleinen Bühne die Monster den Zuschauern vorgeführt. Hm. Chemische Substanzen. Was ist das da bitte? Ah, hier ist etwas Interessantes. Schielmanns Tagebuch. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Wer hat sich das jetzt bitte durchgelesen? Wenn ihr das durchgelesen habt, bitte mal kurz eine Zusammenfassung in die Kommentare, wenn es wichtig war. Was für ein schreckliches Tagebuch. Hans Schielmann ist das einzige echte Monster, das jemals auf diesem Jahrmarkt war. Ist richtig. So, haben wir sonst noch was? Hier die Schubladen. Mein Freund, er ist leider in der Woche, bla, mich gemeinsam verbracht haben, sind Familie, aber Jahrmarkt schießen, bla. Bevor sie bla. Okay, ja, ja. Die bärtige Dame hat den Schlüssel dieser Ausstellung. Interessant. Ja, ja, ja. Total interessant. Wo ist die bärtige Dame jetzt? Holmes, weißt du das auch zufällig? Oh, ist das eine Shisha? Nee. Nur Absperrung. Alles volle Absperrung. Ich frage mich, welchen Nutzen diese Vorrichtung hat. An der Decke befindet sich eine Schiene, von der ein Haken herabhängt. Die Vorrichtung wird wahrscheinlich zum Transportieren schwerer, sperriger Lasten verwendet. Wie der Meerjungfrau. Mal jetzt so ganz blöd überlegt. Jo. Alter, aber anscheinend haben wir da noch nicht alles gesehen. Sonst wird er ja jetzt hier sagen, hey, ich habe alles gesehen. Aber er hat nicht alles gesehen. Denn es ist noch blau. Nur leider weiß ich nicht wieso. Denn ich kann nichts anklicken. Das ist schade. Wow! Wolfman. Dieser Käfig ist nicht leer. Aber da ist kein Monster drin, sondern ein armseliger Mensch. Ach, der ist aggressiv, ne? Mhm. Er ist noch am Leben, aber kann kaum noch als Mensch bezeichnet werden. Moriarty muss ihn als Versuchskaninchen für sein Gift missbraucht haben. Wenn ich ihn freilasse, springt er mir an die Kehle. Ich könnte den Käfig problemlos öffnen, aber dann würde dieser unglückselige Mann augenblicklich über mich herfallen. Hm. Ich würde es ja gerne ausprobieren, aber... In diesen Käfigen wurden Menschen eingesperrt und mit Sicherheit nicht besonders gut behandelt. Kann ich denn die Stange nehmen? Die könnte doch noch nützlich sein. Dann halt nicht. Was ist das? Ah! Die Kurbel ist da, wo sie hingehört. Verstehe. Der Haken befindet sich nun über dem Käfig des bemitleidenswerten Mannes. Verstehe noch nicht ganz. Wie kann ich das jetzt, Seil? Hätte doch eins so, da. Das Seil ist festgemacht. So kann ich den Käfig von draußen öffnen, ohne ein Risiko einzugehen. Der Käfig ist... Aha. Ich verstehe. Und die Wache sollen wir jetzt hier reinlocken, oder wie? Habe ich das zu verstehen? So, wo ist das Fenster draußen? Das war doch... Hier. Ich könnte den Käfig problemlos öffnen. Aber dann würde dieser unglückselige Mann... Nee, nee, nee. Der Käfig ist mit einem Metallstab verriegelt. Man muss ihn nur herausziehen, um den Käfig zu öffnen. Ja, dafür hast du doch jetzt hier dieses Seil, was da so angespannt in der Luft hängt. Kann ich jetzt hier die Wache anlocken irgendwie? Nee, das ist ja Quatsch. Wo ist die überhaupt? Noch eine Wache. Ah, okay. Hier wimmelt es ja nur so von diesen Halunken. Eine direkte Konfrontation sollte ich tunlichst vermeiden.
Ich muss die Wache überraschen und in eine Falle locken. Hier muss also noch irgendwas sein. Warum kann ich die jetzt anklicken? Und was soll hier bitte sein? Da haben wir ja, wonach ich gesucht habe. Die Falle ist vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch die Wache in das Kuriositätenkabinett locken. Ist das hier das Kuriositätenkabinett? Ich kann jetzt nicht gehen. In diesen... Okay, er hat irgendeinen Schlüssel gesucht. Ich weiß zwar noch nicht wieso. Aber... Er hat... Ja, aber ich darf ja da nicht rausgehen. Ich kann jetzt nicht gehen. Ja, und da ist das Einzige, was ich tun kann. Der Käfig ist mit einem mit... Da komme ich aber nicht hin von hier. Ah!